und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute wieder mit einem spannenden Thema, und zwar dem Thema, aufpassen. Ich habe nämlich in meiner Beratung, der ein oder andere, der fühlt sich jetzt auch sicherlich gleich angesprochen, es gibt Menschen, die haben ein muskuläres Defizit. Das heißt, es gibt da die ein oder andere Muskelgruppe, die eben nicht so aussieht, wie man sie gerne hätte. Das heißt, die passt oftmals nicht zum Rest. Es kann der Trizeps, das kann der Arm sein, der Bizeps, es kann die Brust sein, das können die Oberschenkel sein. Da gibt es ganz verschiedene. Was ich oft sehe, ist eben, dass der Bizeps nicht passt. Klar, Waden sowieso, da ist oft ein Defizit da. Ups, da müssen wir erstmal umschalten. Da steht was, wer jetzt zum Personal Training kommt, der gleich kommt in 15 Minuten. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, die nutze ich jetzt, um weiterzumachen. Und oder Brust, dass da eben einfach eine Schwäche vorliegt. Und dann ist oft die Frage, wie bekomme ich diese Schwachpunkte in den Griff? Viele tun es gleich abends, sagen, naja, das ist die Genetik, scheißegal, das funktioniert halt, okay, lass mal sein. Nicht ganz. Was ich oft festgestellt habe, ist, dass natürlich Muskelgruppen, die sich gut entwickeln, die haben eine gute Muscle-Brain-Connection. Das heißt, ich habe vom Gehirn eine perfekte Verbindung zu diesem Muskel. Das läuft von ganz alleine, da muss man keine Gedanken drauf machen. Und dann hat sie da Muskelgruppen. Da habe ich eine schlechte Muscle-Brain-Connection. Kennt ihr auch. Ihr habt manche Muskelgruppen, da sagt ihr, wow, die treffe ich direkt, die fühle ich, die sind geil, die fühlen sich gut an. Muss ich nicht darum kümmern. Habe ich aber andere, die fühle ich überhaupt nicht. Was kann man da tun? Genau. Muscle-Brain-Connection einmal. Muscle-Brain-Connection, das heißt, ich muss versuchen zu verbinden von meinem Gehirn, eine Verbindung zum Muskel aufzubauen. Das sind Nervbahnen, das ist nichts Schweres, sondern das sind Nervbahnen. Die Nervbahnen fließen von unserem Kopf übers Rückenmark eben an den Muskel, und dann kommt es darauf an, wie viel Nervsignale kommen hier in diesen Muskel an, willentlich. Der Muskel macht ja eh nur das, was der Geist zu ihm sagt. Also der Muskel ist letztendlich nichts anderes wie ein Empfänger, ein Signalempfänger, der sagt, gib mir Signale und ich fange mich an zu bewegen, ich kontrahiere. So, und jetzt kommt ihr und habt eine schlechte Verbindung zu diesem Muskel. Ihr kommt nicht klar mit dem Kerl, ihr könnt nicht kommunizieren, kennt ihr aus der Realität natürlich auch. Und so geht es euer Muskel. Da sitzt ihr auf dem Sofa und denkt ihr, wann schickt denn der mir endlich mal ein paar Signale? Wann kommt denn der endlich mal? Kommt nichts. Deswegen ist hier ganz gut, auch mal über die Muscle-Brain-Connection nachzudenken, über die Fokussierung, den Muskel auch richtig zu treffen. Das kann man, probiert es aus, macht mal die Augen zu beim Training. Das ist ein Trick. Augen zu. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Trick. Nehmt doch mal das Gewicht runter. Vielleicht nutzt ihr einfach für den Muskel viel zu viel Gewicht, sodass der Körper sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin völlig überfordert. Dann nehme ich irgendwelche andere Muskelgruppen, lass lieber die arbeiten, weil die es besser können. Tja, auch das kommt vor. Genau deswegen macht man das Gewicht runter, ihr Lieben. Mal Gewicht runterfahren. Nochmal ausprobieren. Dann vielleicht auch die Bewegungsgeschwindigkeit runterfahren. Was ich immer predige, die TUT, Time Under Tension, runterfahren. Trainiert doch einfach mal eure 10 Wiederholungen in 15 Sekunden, was sowieso nicht funktioniert, weil unterhalb des Hypertrophie-Zeitfensters sind, sondern geht mal her und macht mal die 10 Wiederholungen in 35 bis 40 Sekunden. Schön langsam den exzentrischen Bewegung, aber nicht zu langsam. Und auch den konzentrischen etwas langsamer. Konzentriert euch. Das seht ihr an den Augen, am Fokus, am Jägerblick. Wenn das Gehirn mehr Kapazität braucht, wird das Sichtfeld eingeschränkt. Und dann probiert es mal. Und ich garantiere euch, ihr werdet den Muskel viel besser spüren. Das war jetzt heute mal so ein kurzer in den Bereich Muscle Brain. Nochmal, dürft nicht vergessen. Der Muskel ist nichts anderes wie ein Signalempfänger. Der macht nur das, was euer Geist zu ihm sagt, und sonst gar nichts. Deswegen ist nicht die Genetik allein dafür verantwortlich, wie ihr euch entwickelt, sondern genau der Geist ist und das ist der Chef hier, und sonst gibt es keinen. Der ist dafür da, Signale zu produzieren. Der ist dafür da, Kopf geht vor, Körper folgt. Das war's. Andreas Trienbacher, Personal aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T.